Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Legend. Und ja, Leute, vielleicht ein etwas ungewohnter Screen hier gerade, aber wisst ihr, Leute, ich habe vorhin Zwiebelbrot gegessen und deswegen dachte ich, wisst ihr, das hat so eine innere magische Wirkung und deswegen starte ich deswegen mal von diesem Screen. Nein, es ist natürlich auch wegen dem Zwiebelbrot, aber eben auch, weil wir das letzte Level unterbrochen haben, bevor wir das nächste gestartet haben. Ich dachte schon, wir starten jetzt noch irgendwie aus dem alten Level, dass wir da nochmal hochklettern müssen. Das wäre ja Arsch in der Hose gewesen. Schwierigkeit. Wisst ihr, Leute, ich mache da bewusst dieses Mal Mittel, weil ich sage mal, es kann ein bisschen schwerer werden. Und ich finde es übrigens sehr gut, dass man pro Levelabschnitt diesen Schwierigkeitsgrad individuell anpassen kann. Weshalb finde ich wirklich Knorke und so. Ich drücke hier gerade den Daumen hier so. Ich breche den gerade schon fast. Egal, Vorbereitung, Japan, weiter. Japan treffen mit Takamoto. Ich habe Takamoto lange nicht gesehen. Vermutlich hält sich seine Freunde über unser Wiedersehen in Grenzen. Aber falls er das irgendwie, Sag was mal, weiß ich. was genau ist bei deinem letzten Oh, Treffen mit Füße. Takamoto passiert? Wisst ihr, ich habe ja einen Fußfetisch. Er wollte gefälschte Relikte der Asuka-Periode verkaufen. Ach, mache ich auch Und manchmal. gesunder Menschenverstand funktioniert bei den Yakuza nicht. Ach nein? Ich Aber habe das gerade kann 8 ich vielleicht Frames. verstehen. Wundervoll. Und jetzt kann er mir vielleicht weiterhelfen. Tja, was will Oh, ich mehr? Baby. Also, die hat gar keinen riesigen Ausschnitt. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Ah, Leute, ey. Alright, Yoshimura hat angerufen. Er ist in seinem Büro und mischt sich nicht ein. Aber der Barkeeper kann ich zu ihm durchstellen. Das war zu erwarten. Schaut euch mal an, was die für Teile da vorne hat. Jetzt nicht irgendwie, oh, Sashimi, du guckst doch da sowieso nur drauf und kriegst da gleich, was weiß ich, zu Hause vorm Tisch. Nein. Natürlich nicht. Es ist aber ein bisschen unlogisch, Leute. Das sieht echt ein bisschen merkwürdig aus. Für die, der irgendwie hier Backsteine reingepackt hat. Ich meine, ich kenne zwar, die machen das, nur damit sie ein bisschen erwachsener aussehen. So kleine elfjährige Pübitze, wisst ihr? Oh, die tanzt ja voll erotisch hier. Ah, er besonders. Da, 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 da. Oder der da hinten. Das ist ja voll schön, wie der tanzt. Ich kann ja mal ein bisschen mit ihm tanzen. Der tanzt ja alleine hier. Das ist meine Tanzart. Ah, ja, Techno. Ja, das war russischer Techno. Ist sehr beliebt. Wir fragen jetzt einfach mal den Barkeeper. Hallo? Guten Abend. Ich glaube, Nishimura-san erwartet mich. Ah, Lady Croft. Er ist in seinem Büro am Nee, ich heiße Ende eigentlich der Halle Agathe hinter Ihnen. Müller. Ich sage ihm, dass Sie Nicht kommen. Agathe Bauer. Danke. Und wisst ihr, Leute, was ganz toll ist? Ich lege hier extra mein Handy hin, von wegen dem Timer, wo der Akku fast alle ist. Und dann starte ich noch nicht mal in die scheiß Stoppuhr. Ja, und wo ist sein Büro, bitte? Alter, wir konnten da gerade. Schaut mal da. Ah, da können wir wieder durch die Wand gucken. Wisst ihr, was ich hier schon für Bugs gesehen habe? Aber ich schaue mich hier unten vielleicht doch nochmal ein bisschen um. Abgesehen davon haben es mir ja diese komischen tanzenden Typen angetan. Nur so als der hier, das ist voll sexy. Ja. Und auch voll geil, wie sein Hosenbein durch sein Smoking da schaut. Einfach wirklich toll für die Mädels bestimmt. Also das sieht geil aus. Also das Wasser darunter. Vielleicht ist das auch einfach nur irgend so eine hässliche Textur, die so ein bisschen krüppelig ist. Ach, da ist der Fahrstuhl. Ich glaube, da muss ich dann auch hin. Gut, dann schaue ich nochmal auf die andere Seite. Und Leute, warum auch immer habe ich hier so Framerate-Einbrüche? Ist das jetzt extra so, ist das jetzt echt so grafikaufwendig? Ja, wir sehen ja sehr viel, besonders ganz toll, wie die Autos da unten in sich hineinfahren, mache ich auch immer. Ich fahre auch immer andere voll hinten rein. Einfach weil ich es kann und weil ich Bock zu habe. Wenn ich schlechte Laune habe, dann drücke ich einfach mal drauf. Das macht man ja mal. Oder da der Fahrstuhl. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ach, Leute, Mann. Ich kam noch von oben, ne? Guck mal, wie ihre Haare wackelt. Oh, hui, toll. Ja, also irgendwie funktioniert das nicht so. Och, Leute, die bewegt sich auch so langsam, aber die wackelt mit dem Hinterteil. Zimmerpflanze, oh. Und eine ganz tolle Textur übrigens, diese Zimmerpflanze. Alter, was soll das mit 12 Frames? Das ist doch nicht mehr feierlich hier. Ja, jetzt sind es immer 13. 19, 20. Schon besser. Damit könnte ich leben, wisst ihr? Ja, jetzt waren es gerade mal 40. Ach ja, das finde ich ordentlich. Ihre Handtasche ist bestimmt von HSI24, so Harald Glückler-Style und so. Nicht Whopper Gangnam-Style, sondern Harald Glückler-Style. Drücken Sie hier mit Objekten zu. Ich mach doch. Oder habe ich gerade irgendwas vom Let's Player Forum bekommen? Eine Nachricht. Oh, Naka, bla Hallo bla. Lara. Gefällt Ihnen meine kleine Party? Ja, Katemotanoshinde imas Nishimura-san. Aber wenn Takamoto eintrifft,
dann könnte es möglicherweise Probleme geben. Aber Vorsicht! Er ich kann sehr gefährlich jetzt. Werden, wenn er andere hat als Sie. Ich kenne den. Sie wären überrascht, wie überzeugend ich sein kann. Egal, wie gefährlich Sie sind. Das glaube ich gern. Ich bin auch gefährlich, wie Sie wissen. Ja, Sie sehen sehr gefährlich aus. Genießen Sie die Party und viel Glück. Der hat auch gar nicht irgendwie voll das breite Kreuz, ey. Wie krank das aussieht. Alter, Leute, irgendwie ist das krank. Naja, auf jeden Fall gehen wir mal wieder mit ihren komischen Teilen nach vorne, da runter. Nein, das ist aber gar nicht toll, ey. Mexikanische Gangsters. Ach, da haben wir ihn ja. Miss Croft. Wie Sie wissen, ist meine Zeit kostbar. Natürlich, Takamoto-san. Ich suche ein Schwertfragment, das Sie aus der Waseda-Universität, wie soll ich sagen, gestohlen haben. Oh, das hättest du aber nicht sagen sollen. Also, ich bin kein Dieb. Er hat sich nur das angeeignet, was ihm gehört. Diese Anschuldigungen zu unterlassen. Mann. Heißt das etwa, Sie wollen verhandeln? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Doch, haben Sie. Sagen Sie nur, wie viel. Sind Sie taub, Miss Croft? Ich weiß nicht. Mal sehen. Wollen Sie wieder um Ihr Leben betteln, wie bei unserem letzten Treffen? Schieß! Imasuyere! Nein! Hä, was jetzt? Boah! Gott! Bam! Jetzt aber! It's Sashimi-Style gerade! Komm doch! Ja, springen gegen die Wand tut doch gar nicht weh. So, ihr stirbt einfach! Und wir müssen ja aufpassen, dass wir die armen Zimmerpflanzen verschonen, weil die haben ja auch ein Leben. Und wisst ihr, Leute, die halten gerade nicht so viel aus wie Lara, will ich mal sagen. Und das könnte ich einfach nicht übers Herz bringen, die zu töten. Sie einfach aus ihrer Muttererde zu reißen, das finde ich sehr schade. Immer. Aus Polen, Importware. Takamoto ist sicher wieder in seinem Penthouse. Wie ist denn der da so schnell hingekommen? Folgen Sie ihm nicht, Lara. Seine Männer werden Sie erwarten. Dann gehe ich eben nach oben. Wie komme ich aufs Dach? Aufs Dach? Mit dem Fahrstuhl. Aufs Dach? Mit dem Fahrstuhl? Aber Vorsicht! Oben ist eine Baustelle. Aber es ist eine Baustelle. Wahala. Nee, das kam irgendwo anders her. Türkei oder sowas. Walla. Ich habe den Code für den Aufzug gegeben. Ich bin unterwegs. Oh, das ist aber nett. Auf jeden Fall, Leute, wie soll die sich eigentlich so schnell umziehen? Die hat jetzt plötzlich wieder ihr Fernglas, ihr Gürtel. Okay, das war vielleicht alles am Gürtel dran. Aber trotzdem. Und dann ihre Haare noch zusammengebunden, ihre Lampe da oben dran gemacht. Und ach, Rucksack auch. Wo hat sie den denn gehabt? Aber ich finde, so sieht es besser aus, wenn ich ehrlich bin. Meistens mache ich Frauen dann eher mit offenen Haaren, aber so sieht es besser aus eigentlich. Muss ich ja mal so sagen. Abgesehen davon kennt man sie so. Gibt es überhaupt ein Spiel, wo sie mal offene Haare trägt? Nee, nicht wirklich, ne? Oh, da steht ein Motorrad. Seht ihr das? Rechtes Fenster? Gefällt mir. Alter, ich wollte ja gerne wieder raus. Ort für ein Motorrad. Oh. Das hat was. Naja, auf jeden Fall geht's nicht kaputt. Also, es ist eine Schande, so ein Motorrad auf dem Dach zu verstecken. Aua! Aua, das hat wehgetan. Bei einer Party geht immer etwas zu Bruch. Ja, genau. Okay. Siehst du das meine Rede. Es gehört Nein! Er müsste im obersten Stock sein. Tja, jetzt ist Kreativität gefragt. So, Leute, ich weiß ja, was wir hier zu tun haben. Das kommt zwar auch gerade alles wieder in der letzten Sekunde, meine Gedankensprünge. Ich bin ja, aua, halt einfach der Pro, aber müsst ihr euch jetzt nicht zu viel Gedanken machen. Ihr kommt da sowieso nie hin, wo ich bin. Wisst ihr, an der Akademie bin ich Professor. Ich habe 3 Doktor, also nee, eigentlich 7. Da ist ein Secret drin, glaube ich. Genau, habe ich doch noch gesehen. Und Professor auch, also ich bin Professor Dr. Sashimi. Ja. Ach, auch wieder eine Ducati. Hör dir das an. Ach, wir brauchen die Maus gar nicht. Unter 3 Sekunden. Sei bloß vorsichtig. Jetzt kommt wieder Pfeiltasten-Action. Komm, los! Nein! Okay, das hat sich irgendwie heftig angehört. Ja, wisst ihr, ich muss ja erstmal in die Reihenfolge so schnell. Hey, ja, 4% Akku, ganz toll.
Aber wisst ihr, Leute, die Grafik in Tomb Raider Legend, das ist gar nicht so mein Ding eigentlich. Sei bloß vorsichtig. Ja, klar. Ja, 3 Meter, ich weiß. Das ist für dich ja wieder verdammt weit. Hast du den Verstand verloren, Lara? Nein! Alter, ich habe zur Seite gedrückt, die müsste jetzt eigentlich zur Seite springen. Ach ja, nach unten. Wisst ihr, nach unten heißt für mich, sie legt sich auf den Boden und packt die Hände über den Kopf und was weiß ich. Und das Motorrad am besten auch noch auf den Kopf drauf. Das macht Spaß. Das ist ja ganz leicht. Ein ganz leichtes Gewicht. Oh, ich bin jetzt verraten, irgendwie auf den Pfosten gefahren, aber egal. Nein, scheiße. Alter, Leute. Wie dumm kann man eigentlich sein? Also ihr, nicht ich. Hälse schien mir als Maul. Ja, ich weiß, ich weiß. Steht da eben der Eiffelturm? Ja, der Eiffelturm in Japan. Ist aber schön. Hier ist bestimmt wieder das Wuzuki Omoto. Ist bestimmt so eine ganz alte Kaiserstatue. Keine Ahnung. Ist da Asien? Interessiert mich aber so gar nicht. Ich hasse die alle. Also nein, ich bin jetzt nicht wirklich so ein Rassist. Hälse schien mir doch. Ja, egal. So, jetzt. Ha! Hoch. Und jetzt runter, runter, runter. Boah, das war knapp. Anstatt, dass sie sich da mal loslässt, hängt sie da immer noch rum. Eddie. Mit diesem Motorrad wohl kaum. Warum nicht? Hat doch Spaß gemacht. Ah. Und wisst ihr, Leute, wie toll die das alles... Sollte sich das nicht eigentlich spiegeln? Was ist das denn da gerade für eine billige Kacke? Die Grafik da im Hintergrund... Das ist bestimmt echt. Irgendwie so ein echtes Bild abgegriffen. Aber Leute, wie unrealistisch ist denn das? Irgendwie fehlen hier die Texturen. Das finde ich eigentlich ein bisschen merkwürdig. Achso, Y, genau. Da war ja was. Egal, ich finde es trotzdem merkwürdig, weil hier immer öfter die Texturen fehlen. Die Farbe des Fadenkreuzes zeigt dir die Art des Ziels an. Rot, Waffen, Blau, Magnethaken, Grau, außer Reichweite. Ja, Abelief, I can fly. Ich kann nicht lange so reden. So. So. Egal, wir lassen noch einfach einmal schwingen. Kann ja nicht schaden. Oh, das da unten ist wieder Rihanna mit ihrem neuen Deo. Die hat jetzt endlich auch mal eins. Ganz einfallsreich. Öde Rihanna heißt das. Und hier um die Ecke. Ach, wisst ihr, Leute, wie ich einfach voll der Pro bin gerade. Nein, ich höre mal auf mit meinem Ego-Trip hier, aber es macht Spaß. Und ich meine, ich sage ja auch die Wahrheit, also von daher. Kann das ja nie schaden. Ja, hau am besten. Ach nee, ich dachte schon. Und das hat ja geklappt beim ersten Mal. Ich bin an der Stelle gar nicht gestorben. Wie toll ist das denn? Oh, ich dachte jetzt schon, eh werde loslassen. Oh, dann hätte ich einen Besen gefressen, wisst ihr? Von unserer Nachbarin. Die hat so einen besenfanatischen Besenfanatismus. Ach, keine Ahnung. Die hat einen Besenfetisch, wollte ich eigentlich sagen. Und die nimmt es auch mit dem Bett und ihr Ehemann schläft, glaube ich, auf dem Boden. Aber nur den Handfeger, weil der andere ist ja zu groß. Nein, du sollst... Ah! Genau, das solltest du. Ey, die dumm. Wisst ihr, ich mag ja eigentlich Hunde. Und auch. Alter. Hä? Okay, das wird. Klar, wackel ein bisschen rum auf den Beinen und dann fall hin. Na, dann sollten wir das einfach ändern. Ja, ja, ja. Das bringt's, Lara. Du hast mal wieder deine kranken Theorien. Nee, wollte ich eigentlich gar nicht. Position 1, genau. Angst habe ich es auch raus mit der Steuerung hier. Mal sehen, ob wir in unter 10 Parts hier die Level schaffen. Natürlich werden wir es schaffen. Ich bin der Pro. Ich weiß, glaube ich, wo ein Secret ist. Ich weiß aber nicht mal ganz genau. Also jetzt nicht. Ach doch, da auch. Das wollte ich eigentlich gar nicht drauf hinaus. Aber da ist ja auch eins. Ach, das sind Buddha-Figuren. Boah, Buddha, Imal. Bla bla, Blauschimmelkäse. Wo sind sie? Wo sind sie?
Genug. Ja, ja. Ich muss erstmal noch meinen Kaffee austrinken und meine Qigong-Übung machen. Da hinten ist eine Kiste. Ich sehe es auch jetzt schon. Ich glaube, da ist sogar der... Alter, du Dumme! Mensch! Zen! War das nicht eigentlich Yin und Yang, diese Zeichen da drauf? Oder irre ich mich jetzt gewaltig? Nee, eigentlich irre ich mich nicht, oder? Ich kann mich auch gar nicht irren, eigentlich. Ich irre, jetzt bin ich mich irre. So, komm mal, warum kommen wir denn da nicht rüber? Alter! Danke, dass da mal wieder eine unsichtbare Wand im Weg ist. Aber so einfach wird es einem hier ja auch nicht gemacht. Da liegt zum Beispiel auch eine Waffe auf dem Boden. Aber natürlich geht man dann einen Meter weiter und der ganze Boden bricht ein. Ist ja logisch. Ach ja, ist klar. Okay. Hey, Sashimi, das war doch klar. Wie Kloßbrühe. Haha. Ah, das ist wirklich der Silberschatz. Okay, so schwer zu finden war der jetzt auch nicht. Gesehen davon, dass ich das ja sogar noch wusste. Ja, wisst ihr, ich kann auch mir Sachen merken. Ein F. Ja, danke. So, ging's hier jetzt rein. Ja, sieht so aus. Hallo? Papa O. Papa ist von der Arbeit zurück. Will gerne die Tageszeitung legen und möchte nicht gestört werden. Hier gerade mal die Hannoversche Allgemeine. So, jetzt stirb! Du auch! Alter, wie ich hier einfach wieder gerade voll abkacke. Ausnahmsweise mal. Das liegt aber daran, dass mich hier alles ablenkt. Der Lampenschirm meiner Lampe. Wisst ihr, Leute, ein Lampenschirm gehört zu einer Lampe und nicht zu einem Auto. Muss ich mal sagen. Kann ja sein, dass er einer nicht... Cooler Tisch übrigens. Will ich auch haben. Passt übrigens auch perfekt in die Wohnung, wo ich hier gerade weile. In 50 Quadratmeter passt das sehr super. Ich stelle das einfach durch die Wand durch. Mal die Wand einreißen. Das kann ja eigentlich nicht schaden. Kommen wir da durch. Nein, klar. Das ist Panzerglas. Das können nur die kaputt machen. Egal, ob ich dann die gleiche Waffe habe. Da war ja irgendwas. Genau. Ja, ich würde gerne Waffe wechseln. Nein, Alter, jetzt ganz ehrlich, Waffe wechseln, so. Y. Ich weiß ja gar nicht, wie lange wir aufnehmen, aber ich würde gerne... Nein! Sie hat noch nie gern fern gesehen. Sie hat Ihnen einen Gefallen getan. Vielleicht lesen Sie es mal ein Buch. Alter! Nein! Pack das weg. Pack die Waffen weg. So, jetzt hoch. Jetzt einfach erschießen. Das ist Blauschimmelkäse-Action gerade hier. Weil Lara das als Deo genommen hat. Deswegen ist die einfach so unschlagbar gut. Und riecht auch so super. Ach. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich dachte schon, die kann das nicht einsammeln. Wir hatten doch vorhin auch vier. Warum hat sie das dann gerade nicht eingesammelt? Hä? Ah, blick hier nicht durch. Naja, ich blick hier durch gar nichts durch. Nehme ich auf, ja, ich nehme auf. Was rauscht hier so komisch, das Exit-Schild? Da kann noch mehr sein, Lara. Sei vorsichtig. Da kann noch mehr sein, Lara. Wundervoller Abend. Ach ja, finde ich auch schön. Was das bedeutet. Nö. Und mir wird auch schon übel. Alter, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Okay, er muss dabei zusehen, wie sie hier möglicherweise tausendmal stirbt. Das liegt ja nicht an mir. Sondern an ihr, weil ich steuere sie ja nicht. Ich gucke ja nur zu. Ja, jetzt habe ich es verraten. Wisst ihr, Leute, ich gehe einfach mal so prohaftig durch so ein bisschen. Weil ich weiß jetzt nicht, was ich hier gerade zu sagen soll. Da gibt es, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Wir müssen da jetzt hochklettern und uns hier unseren Weg erspielen. Spielerisch, so wie mit Yu-Gi-Oh!-Karten und sowas. Ich hatte das immer gehasst. Yu-Gi-Oh!-Pokémon, ich war, glaube ich, der Einzige aus meiner Klasse, der nicht Yu-Gi-Oh! Spielen konnte. Ich habe es zwar gesammelt, aber ich konnte es nicht spielen. Ja, ich weiß, ich bin... Ein Kacknoob, wie ihr jetzt sagen würdet, wahrscheinlich. Oder wie der Iruka sagen würde. Aber dafür weiß der nicht, wie man eine Mikrowelle bedient. Also von daher ist alles okay. So. Ja, jetzt bin ich auch ein bisschen überfragt. Kommen wir da dran? Ja, aber ich glaube, dieses Geräusch...
Ich habe keine Höhenangst, Alistair. Aber mir wird davon speiübel. Ach ja, das ist ja Alistair. Oder Alistair. Ich versuche nach oben zu schauen, aber ich muss mich konzentrieren, wenn ihr erlaubt. Ich weiß übrigens gar nicht mehr, wie die englische Stimme von Lara Croft geht. Wie die sich anhört, wie die geht. Wisst ihr, Leute, das ist ja, mit Noten und so, so C, D, E, F, G, A, H, C, so tonleitermäßig. Ah, ich bin wieder so lustig heute, ich weiß. Ich glaube, die halten auch nicht so lange. Scheiße! Schnell! Und jetzt elegant rollen. Scheiße, hat nicht geklappt. Egal. Die Türen sind natürlich auch alle auf. Nicht, dass die mal denken, dass ich hier durchkommen kann. Egal, die sind da unten. Ich gucke mich erstmal. Oh, toller Kamin und so. Ah, das geht. Okay. Weiß ich Bescheid. Kommt! Granate war K oder was? Alter! Wie haben die das bemerkt? Nein! Oh, stimmt doch! Ich wollte den eigentlich ganz elegant umrutschen. Uah! Wo? Waffe wechseln mal ganz kurz. Wo denn? Hallo, Leute? Kekse werden kalt, wenn er die jetzt nicht schnell holt. Letzte Chance. Alter, ganz ehrlich. Was bin ich für ein Pro? Was bin ich für ein Pro? Der erste Schrank ist gleich der richtige. Und das ja noch mit dem silbernen Secret. Was bin ich für ein Pro? Würde mich mal interessieren, wo das Goldene rumöchselt, schnöchselt. Okay, da nehme ich mal lieber wieder die andere Waffe für. Wisst ihr, Leute, ich kann jetzt nicht einfach das Level beenden. Was war das denn? Das geht jetzt gar nicht, weil, na, ihr wisst schon. Also die Aufnahme meine ich eigentlich. Kontrollpunkt kann sehr wohl die Aufnahme beenden. Wisst ihr, Leute, ich glaube, ich beende hier erstmal die Aufnahme. Wir müssen ja nicht das ganze Level heute durchspielen, ne? Auf jeden Fall kann ich mal ganz kurz zeigen, was passiert, wenn wir da durchgehen. Nö, eigentlich habe ich gar nicht gesehen. Naja, egal, da ist die Geile. Habe ich nicht gesagt. Ich meine, da hinten das Haus da mit der Werbeschildzeichnung, mit dem schönen grazilen Rosa. Nee, ich hasse Rosa, nur so mal zur Info. Egal, bis morgen.